Und herzlich willkommen zur Märchenstunde in der Stadtbibliothek. Ich lese euch heute das Märchen vom Sterntaler vor. Das Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Bettlein mehr hatte, darin zu liegen, kein Kämmerlein mehr, darin zu wohnen. Nur noch die Kleider am Leib und ein kleines Stückchen Brot, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Das Mädchen aber war gut und lieb. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf das Gute in der Welt hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann und sprach: »Ach, ich bin so hungrig, bitte gib mir doch etwas zu essen.« Und das liebe Mädchen gab das ganze Stück Brot von sich und wünschte dem Mann alles Gute. Später kam ein Kind, das jammerte und sprach: »Es friert mich so an meinem Kopfe, bitte gib mir doch etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da nahm das Mädchen seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror, da gab das Mädchen auch sein Leibchen hin. Später kam ein Kind, das bat um ein Röcklein, und auch das Röcklein gab das Mädchen hin, und später, als es schon dunkel war, gelangte es endlich in einen Wald. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl auch noch dein letztes Hemdchen hergeben.« Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren blanke Taler. Und obwohl es alles von sich gegeben hatte, hatte es auf einmal wieder Kleidung an, aus bestem Stoffe. Und in die Taschen sammelte es sich die goldenen Taler und ward reich und lieb und gut bis zum Ende. So, das war das Märchen vom Sterntaler. Wir haben euch dafür ein kleines Ausmalbild. Das ist entweder irgendwo hier verlinkt oder ihr findet es auf der Homepage von der Stadt oder bei uns auf der Bibliothekshomepage. Vielen Dank, könnt euch ausdrucken. Bis bald!